Grüß denk, alle miteinander. Heute einmal ein Video aus dem Wald. Ja, mein Herz in der Art. Ich tue keine Kleinigkeit kochen, aber ich möchte euch etwas zeigen. Ja, die Buschbox. Wer hat keine Buschbox für uns? Das ist ja fast ein Ding, ein Muss eigentlich, nicht? Genial! Ich habe die XL Titan schon seit langem, seit 3 Jahren. Seit es sie gibt, 4 Jahre glaube ich oder so. Oder gar länger schon. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es sie gibt, gleich am Anfang. Und ich bin begeistert. Genauso wie viele andere YouTuber, Bushcrafter und Waldwerker. Gell? Also Buschwerker, nicht Bushcraft. Buschwerk, Handwerk, Buschhandwerk heißt es eigentlich. Gell? Ja, wieso soll man eigentlich nicht den deutschen Namen verwenden? Warum nicht? Ja, und wie gesagt, und da möchte ich etwas zahlen. Gell? Mit dem Nachharzen und mit alles. Und da bin ich neugierig, ob euch das gefällt. Und oft stelle ich ganz kurz, aber in Nahaufnahme nachher nochmal vor, wie ich das Ganze beieinander habe alles. Gell? Wie ich das alles beieinander habe. Mein Kochset zum Beispiel, mein Essensset, mein Buschbox-Set. Ich hole gern alles beieinander. Ich bin nicht Tipfler, ganz furchtbar. Also, viel Spaß. Hoffentlich hat mir der Hund da weiter den Speck zusammengefressen. Nein, nein, schon noch da. Ja. Okay. Merkt ihr das? Das ist der Trick dabei. Celestiklern habe ich vorbereitet. Ja, die habe ich mit. Und jetzt wissen die meisten schon, was wahrscheinlich kommt. Und auch viele von euch, bin ich überzeugt, das ist sowieso denn. Weil, das ist ein logischer Hausverstand. Ja, das Platzl ist eines meiner Kraftplatzlern, gell? Ich liebe das Platzl. Das Platzl ist einfach ein Wahnsinn. Es ist nicht so weit weg von der Zivilisation. Gerade so weit.
dass man Ruhe hat. Ein ganz unbändiger Ort, wie man bei uns sagt. Unbändig ist, seht ihr, Stunde, alles Rogel, steil wie die Sau. Urwaldbur, also Hochwald, ein Fichtenhochwaldbur. Das ist ja was Wunderbares. Wunderschön ist das. So, das muss ich jetzt sagen. Da hacken wir die Ecken an, da innen. Und da tue ich gleich Unzintholz, was ich da verwende zum Unzinten. Ja. Mit ein bisschen Brennpaste, Feuerstahl und dahin geht's. Und die Stelle genau so eichen, wie ich es gezeigt habe. Und somit habe ich eine Buschbox Holzfällerfackel. Da tue ich unten eichen. Da so eine Stecke lang. Die muss ich auch gehackt haben. Von den Ecken. Dass das Schien ein bisschen auseinander bleibt. Die ist Spezialpaste, Papierwurzel, Brennpaste und nur zwei, drei andere Mittel. Die kann ich aber leider nicht sagen. Gell? Das ist die, die Brennpastengeheimnis. Und da nimmt man so eine Wurzel her. Schwapp, schwapp. Das ist ein neuer Feuerstahl, deswegen geht er nicht gleich, weil ich ihn nicht angeschoppt habe. Und jetzt brennt sie. Ja. Und zwar wie hellen Teufel und das 20 Minuten lang. Ja. Ohne dass ich irgendwas nachschieben muss, ohne dass ich irgendwas nachtun muss, sondern gar nichts. Die brennt. Ja. Und ich kann mich voll aufs Kochen konzentrieren. Ja. So, Leute. Natürlich habe ich dabei auch ein Blasrohr, gell? Braucht man in dem Fall nicht, weil die zieht eh. Seht ihr, wie schön das die zieht? Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn! Ein Wahnsinn einfach nur! Und die Stückchen, die lege ich da noch drauf. Das war's.
Naja, das ist mein Kochset. Ja, da ein bisschen. Kokosfett. Gefährlich, aber ich riskiere, weil das Messer leck. Weil ich das Kokosfett so gern mag. Das habe ich da innen in so ein Ding. Schön Eichen gepasst. Ich brauche mir nichts zu kümmern, gell, ums Nachtun oder irgendetwas anderes. Ich brauche da nichts. Ich brauche mich da echt um nichts kümmern. Und das ist das Geniale. Bei dem, was ich sagen will, diese Buschbox, Holzfällerfackel. So nennen wir das. Ich nehme meine Eisenpfandel mit. Sondern nur mein Kloß beschichtet, aber das geht auch, das geht genial, geht das, gell? Also wunderbar. Jetzt kommen also die Sonnenstrahlen da durch, das ist mein Kraftplatz, hervorragend, Wahnsinn. Dann kann man das schöne Feuer. Das ist nicht unfassbar. Schaut euch das einmal an. Und so brennt das. 20 Minuten lang, halbe Stunde. Ich brauche nichts mehr tun, ich brauche nicht nachschieren, gar nichts. Und vor allem, wenn ich Fleisch koche, gell, wenn ich ein Steak mache, brauche ich Hitze und die hole ich auch so. Gell. Und zwar perfekte Hitze.
So, und jetzt werde ich das ein bisschen zeigen da. In Großaufnahme. Seht ihr das? Wie hervorragend das brennt. Und wie gesagt, die Flamme, die macht es tatsächlich eine halbe Stunde. In Holz, in Holzfällerfackel. Montur, gell? Sozusagen. Manier. Der Speck ist fertig. Mein kleines Pfandl, ja, das ist der Hammer. Das ist ein beschichtetes Pfandl. Und das mit dem Kokos. Fett. Da bleibt nichts picken. Also das ist das Genialste, was ich jemals gesehen habe. Obwohl ich meine Eisenpfanne lieber mag, weil es traditioneller ist und weil es einfach eine bärige Sache ist. Aber das ist gewaltig. Ja, natürlich habe ich auch mal meine Fellerl mit. Gell? Ja, Gott sei Dank. Wie gesagt, ein Speck. Und dann habe ich da meine Essensbox. Das darf ich Ihnen auch gerne zeigen. Dann habe ich da die Liste drauf, was alles drinnen ist. Und da ist alles drinnen. Gell? Ich mache es jetzt vielleicht auch mal einmal aus. Gell? Das seht jetzt, was ich alles mit habe. Aber mit dem Set da. Gell? Ja. Mit dem ist es so ein Kopfball, ja, rechts, kleines Kopfball, und da habe ich das alles drinnen, ja. Da ist das alles beieinander, da brauche ich nicht überlegen, ja. Ob Gewürze oder Fett oder Besteck oder Unzinter oder ein Tuch oder ein Musa oder Gewürze oder was auch immer, ja. Ich brauche nicht drüber nachdenken, ich habe das einfach alles mit. Da hängt das einmal an. Das werden wir jetzt nicht nachherstellen. Also ich verbrennt mir das dabei. Schaut einmal her, wie das schöne brennt. Seht ihr das? Und natürlich, ja, da habe ich meinen Rucksack aufgehängt. Bei der Gelegenheit. Das ist ja ein Berghaus. Der Centurio heißt er. 40 Liter. Und den habe ich einfach erweitert. Also ich mag den Rucksack sehr, sehr gerne. Ich habe den 100 Liter Berghaus auch. Gell? Also wenn ich jetzt zelteln gehe oder so, gell? Dann ist der genial. Aber den habe ich erweitert mit da einer Getränkebox. Da. Dann habe ich da mein GPS. Mei, Leute. Jetzt habe ich etwas vergessen. Das darf ich natürlich nicht versaumen. Gell? Ja, schaut mal, was ich gefunden habe heute noch. Mit aufgehen. Perfekte Pfifferlinge. Ist das nicht ein Wahnsinn? Sag, die tun wir jetzt da rein. Und noch einmal drauf. Fleischl tun wir raus. Und die brateln wir noch einmal. Hoppala. Heiß ist gewesen. Die tun wir ganz kurz. Noch ein bisschen brateln. Gell? Ja, weiter zum Centurio. Gell? Hier ist mein GPS. Pouch da, ja, wo ich aber drauf noch habe ich noch weiter oben mit da noch so ein Ding drauf da, gell. Oben auf der Klappe, hat relativ ein großes Klappenfach, gell, das ist genial, muss ich dazu sagen, und da habe ich das erweitert noch, gell. Da habe ich gewisse Sachen halt einfach drin, was ich brauche. Dann habe ich hinten noch so ein Pouch von Tasmanian Tiger, glaube ich, ist der, gell. Das ist ein langer Pouch noch einmal da, gell. Da habe ich die erste Hilfe innen und auch halt, was ich so brauche. Da habe ich meine Fliegerhandschuhe noch, die habe ich auch mal da aufhängen. Handschuhe soll man aber mitnehmen. Der Rucksack ist noch erweiterbar, das habe ich daheim, gell. Mit dem Reißverschluss kannst du da 2x15 Liter Säcke drum machen. Und diese zwei Säcke kann man sogar einzeln nehmen, zum Beispiel als eigenen Rucksack. Wenn ich den mit tue, auf kann ich die auch tun, kann mit einem oder zwei, die kann ich zusammen machen, und nicht zwei, kann ich sie mit einem eigenen, ist ein eigener Gurt drauf, ganz einfacher, kann ich sie hernehmen, wenn ich von meinem Lager weg
einfach einmal spazieren gehen und was mitnehmen will. Also genial. Hat innen keine Einteilungen, nichts, gar nichts. Brauche aber auch nicht. Gell? Das ist da, ich mag das ganz gerne. Also, mit je mehr Taschen das man hat, ich weiß das beim Rush, gell? Beim Hunenk ja gezeigt, beim Rush, bei meinem Sattel, da ist es perfekt. Gell? Da ist es perfekt. Ja, das passt jetzt genau. Gell? Bei meinem Sattel, das ist perfekt, weil da brauche ich die Einteilungen. Gell? Da brauche ich die Einteilungen, weil da habe ich das alles fix drinnen und da fällt mir nichts aus, da kann ich nicht kramen. Ja? Schaut mal her, wie das alles noch brennt. Um das geht es nämlich heute. Es ist 10 Minuten vergangen, schätze ich einmal, sowas. Und das brennt alles noch. 10 Minuten bis 20 Minuten. Ja, also allweil noch. Ja. Schaut mal her, was ich jetzt essen werde gleich. Ohne Enk. Heil. Und wenn es das schmecken könnt. Und ohne Schwammerl an einer, ohne Pfifferlinge, ohne Zachlinge dazu. Ist das nicht ein Wahnsinn? Gibt es irgendetwas hier nach? Nein, gibt es nichts. Und die Sonne scheint auch da zwischen die Bäume. Schaut euch einmal den Kraftplatz an. Herrlich. Das ist da ohne mein Depot innen. Ja. Da geht es ganz tief eichen. Schau, da hält der Sturm. Ja. Und da sieht man jetzt schöne. Ja, da kann ich das da habe ich Zeug drinnen. Da tue ich einmal echt Totholz eichen, dass wenn ich bei einem schlechten Wetter komme, dann habe ich das ein trockenes Holz da innen. Ja. Schaut einmal her, was das für ein Netzplatz ist da. Ja. Ist das nicht genial? Unfassbar schön. Ja, da unten springt auf der Tierrechel vorbei. Ja, wenn ich mich ganz ruhig verhalte und siehst, ist da keine Sau weit und breit, obwohl da der Weg ungefähr, ja, ich sage jetzt einmal Luftlinie, ja, so 400 Meter weit weg geht der Wanderweg auf dem Berg auf. Ja. Ich sage euch nicht, wo das ist, aber jetzt könnt ihr mal besuchen kommen, dann gebe ich euch die GPS-Koordinaten, dann könnt ihr da auf meinen Platz leer gehen. Seid ihr in einer Viertelstunde, 20 Minuten, seid ihr da, wenn ihr wollt, mit einem Autostückchen hinfahren. Ja, aber vielleicht verrate ich es ja auch gar nicht. Kann natürlich auch sein. Okay, das war auch ja, das zeige ich euch. Schau, mein Buschbox-Set. Okay. Ich zeige euch auf das einmal an meinen Bunker. Da haben wir an mein Büro. Okay. Und da ist jetzt die Buschbox innen. Ja, da. Und alles, was dazugehört. Wattebetz. Okay. Gewachste Wattebetz, selber gemacht natürlich. Okay. Zum Unzünden. Da ist ein Druckenstickel, so ein Halbkinnspan herinnen. Gell? Ja, so ein Halbkinnspan, so ein einmal anzünden etwas. Du tust auf die Hitzhalbe dir Spandlern machen einfach. Gell? Und, ja, und da ist alles innen. Eine Spitze für Klarholz machen, nachher ein Messbecherl, Müllsäcke, ein Feuerzeug ist innen. Ja, wie gesagt, mein Bloß, Rohr, Feuerstahl. Ja, ja, das ist da alles beieinander herinnen. Der Pfannenwender natürlich auch. Ja, ja, und der Schwammel ist innen. Ja, und zwei, drei Tampons, die haben immer dabei. Ja, ich wohl in jedem Set haben sie dabei. Aber das wisst ihr eh alles. Aber wie gesagt, das habe ich da beieinander daheim. Mit und da für jedes Einzelne, für den kleinen Gasofen, für den großen Gasofen, für alle möglichen Sets, habe ich das da alles aufeinander. Das hat einen Vorteil, ja, ich nehme das von meiner Box aus, ich zeige euch das auf der, bei mir daheim einmal. Und da ist ein Rucksack rein und brauche nicht drüber nachdenken, ob ich alles mit habe, sondern ich habe das alles mit. Und das passt genau ein. Ja, entweder liegend, ja, oder stirnend. Mit nur etwas nebenbei oder liegend platzsparend. Ja, das passt sogar an Centurio ganz genau eichen, da längs noch. Ja. Und das passt auch obendrauf quer. Gell. Und das ist einfach alles picobello beieinander in dem Fall. So Leute, jetzt werde ich was essen und hier langsam mehr zusammenpacken, weil meine Frau mit Sicherheit schon auf mich wartet, weil ich schon eine Stunde überfällig bin.
Aber das ist sehr gewohnt von mir. Meine liebe Frau, was war ich ohne meiner lieben Frau? Ja Leute, das war eine ganz kleine Geschichte. Von uns, von einer von meinen Lieblingsplätzen, von mir und von der Esther. Ja, und somit verabschiede ich mich jetzt bei euch und wünsche euch eine schöne Woche, beziehungsweise bleibt gesund, ist ganz wichtig. An der jetzigen Zeit geht es am Wald, holt euch Kraft, fahrt euch Kraftplatz lang und von Wald und von der Natur und da fällt euch nichts. Wir Buschhandwerker, wir werden nicht krank. Nein, auf keinen Fall. Gell? So, servus, vierteng, bis zum nächsten Mal.